Wusstest du, dass die Menge, die in Deutschland an Burgern im Jahr gegessen wird, fast die Strecke von der Erde bis zum Mond ergeben würde? Würde. Und wie viel fehlen noch? Genau einer. Pass auf, dann machen wir genau den einen heute, den Weihnachtsburger. Herzlich willkommen bei YumTamTam. Heute gibt es wieder für euch einen ultimativen Weihnachtsburger. Das ist aber nicht unser erster Weihnachtsburger. Nee, ist es nicht, aber wir hatten noch nie einen mit Steakstreifen und Ziegenkäse, aber den gibt's heute. Lecker. Ich mache ein bisschen Platz. Ja. Und wir machen jetzt erstmal die Soße. Ja, weil es gibt nämlich zu den Steakstreifen und dem Ziegenkäse auch noch eine richtig geile weihnachtliche Barbecue-Soße. Wir brauchen eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Und das Ganze wird jetzt richtig schön angeschwitzt. Und natürlich zum Anschwitzen ein bisschen Öl. Stimmt. Und in der Zwischenzeit könnt ihr uns ja vielleicht mal verraten, welches euer ultimativer Lieblingsburger ist, den ihr hier auf YumTamTam schon mal von uns gesehen habt. Was ist denn deiner? Ich fand den richtig aufregend, den ich mit Felix gemacht habe. Da war eine Pizza als Bun. Das war eine Salami-Pizza und in der Mitte war der Burger. Das war richtig krass, Hybrid-Overload-Cheese. Und bei dir? Boah, ich liebe ja bis heute den Pikachu-Burger. Einfach, weil er so süß war. Stimmt. Und wir haben auch mal einen mit Nachos gemacht. Der war auch lecker. Der war mega geil. Ja. Das erinnere ich noch. Der ist auch gar nicht so lange her. Und der war richtig, richtig geil. Ja. Oh ja. Also klickt euch mal durch unsere Burgerliste und sagt uns, welches euer Favorit ist. Und wenn ihr schon dabei seid, abonniert doch mal, drückt die Glocke, schaut bei TikTok vorbei. Die beste Freundin der Zwiebel, die Knoblauchzehe. Könntest du dir vorstellen, zu Weihnachten mal sowas zu essen wie Burger oder bist du eher so traditionell? Ich bin da schon sehr traditionell, muss ich sagen. Also Ente. Ente, Ente, Ente. Ente, 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 Ente. Cool ist nämlich, wenn man seine Burgersoße selber macht, dann kann man die genauso lecker machen, wie man sie haben will. Bei uns kommen zum Beispiel ganz viele Gewürze rein und auch ein bisschen Chili. Heute wird es aber auch ein bisschen süß, das hat man ja oft an Weihnachten. Es ist so sehr herzhaft, aber dann kommt so eine süße Note und dafür haben wir Apfelmus. Yes. Stimmt, in Berlin gibt es auch oft zur Gans noch einen Bratapfel dazu. Das finde ich auch richtig geil. Ja. Am besten einen Bratapfel zur Gans und einen Bratapfel danach mit Vanillesoße oder alles. So, wir haben Tomatenmark. Hast du dieses Jahr schon Ente gegessen? Nee. Ich auch noch nicht. Ich glaube, das liegt daran, weil es halt nicht so viele Weihnachtsfeiern gibt. Ah, ja. Weil so, in den anderen Jahren war es immer so, nach der dritten Weihnachtsfeier dachte man so, gut, Ente, vielleicht doch mal einen Burger? Bisschen brauner Zucker? Entenburger. Den gibt es bei mir immer im Foodtruck zu Weihnachten, einen Entenburger. Lecker. Das Apfelmus für die Fruchtigkeit, wie Melissa schon gesagt hat. Ich komme mal mit der Brühe um die Ecke. Bitte. Und für die Balance zwischen süß, sauer und scharf und salzig, ein kleines bisschen Balsamico. Mann, selbstgemachte Soßen sind was Feines, macht man viel zu selten, finde ich. Das Beste. Ich finde wirklich, dass Sternanis das allerschönste Gewürz der Welt ist. Ja, ist wirklich so. Sternanis, wunderschön. Also diese Weihnachtsgewürze haben es auch ein bisschen in sich. Stimmt. Ne? Ist wie so eine Weihnachtsfeier und du denkst so, ah, voll nett. Und dann bricht ein Familienstreit los. Stimmt. Deswegen haben wir Nelkenpulver, dann passiert das nämlich nicht. Cool, ist die Lösung für alle Familienstreits, Nelkenpulver. Chili? Ja. Und ein kleines bisschen Zimt. Und zu guter Letzt, nicht ganz so exotisch, Salz und Pfeffer. Und wir haben ganz schön große Buns, das heißt, es wird auf jeden Fall viel Burger werden. Apropos, ich mach die mal auf. Ich mach die mal kurz im Ofen noch ein bisschen warm. Yes. Schwuppidiwupp. Willst du gleich eine Pfanne? Oh ja, frisch wieder da. Ich geh noch mal. Was soll ich denn holen? Eine Pfanne, was soll ich bitte. Denn holen eine für dich? Pfanne. Na gut, für was denn? Für was denn jetzt? Für die Feigen. Ah ja, gut. Feigen sind so ein schönes Obst, finde ich. Stimmt. Wir vierteln mal. Ja. Guck, hübsch. Boah. Als ich in Griechenland war, stand in meinem Garten, in dem gemieteten Garten, ein Feigenbaum. Und das ist so krass, Feigen vom Baum zu essen. Aber die gefallen mir auch so gut, weil sie auch ein bisschen alienmäßig aussehen. Stimmt. Es ist auch absurd irgendwie. Stimmt. Und die in Griechenland waren aber ganz grün von außen. Hm. Und die älteren am Baum waren dann schon getrocknet. Da war es so wie aus Müsli, konnte man auch essen. Oh. Da habe ich quasi Müsli am Baum hergestellt. Nice. Dann gebe ich mal ein bisschen Butter in die Pfanne. Dann können wir unsere Feigen darin schwenken. Wie Danke. Schön. Wie nett wir heute zueinander sind. Stimmt, weil bald Weihnachten, weil Weihnachten ist. Stimmt. Butter hinein. Ich finde auch, dass wirklich viel zu wenig Lebensmittel halt lila sind, ne? Ja. Ja. Voll. Die karamellisieren wir jetzt ein bisschen. Deswegen Honig. Yes. Prima. Ein bisschen Salz und Pfeffer auch an diese Burschen. Ein bisschen Balsamico. Und jetzt das Ganze auch schon fertig. Das wird ein geiles Topping. Ja. Weißt du was? Wir können eigentlich schon das Fleisch braten. Voll, dann räumen wir mal kurz auf und dann... Ich hole mal unsere Burgerbrötchen wieder raus. Die Buns. So.
Genau, wir braten jetzt das Fleisch. Ich schneide schon mal den Ziegenkäse. Das ist übrigens eine interessante Frage. Mögt ihr Ziegenkäse oder findet ihr Ziegenkäse doof? Weil da scheiden sich ja wirklich die Geister. Ja. Falls ihr Ziegenkäse nicht wollt, könnt ihr natürlich auch Camembert nehmen oder so. Aber ich liebe Ziegenkäse. Große. Ja, ich auch. Und wenn ich mal alt bin, also bald, dann möchte ich meine eigene Ziegenkäserei in Neukölln haben. Ich stelle mir so vor, so ein niedliches kleines Häuschen, ein bisschen weiter draußen und dann so drei Ziegen im Garten und mache dann ganz exklusiven Tortenkäse. Wow. Obwohl ich finde, Ziegen sehen voll verrückt aus. Stimmt. Aber ich finde die immer noch besser als Schafe. Nee. Nee? Okay. Also Leute, Team Ziegen oder Team Schafe? Interessante Frage. Ja, also ich würde sagen, am Ende immer Team Alpaka. Stimmt, da sind wir uns alle einig. Okay, zurück zum Essen. Ich mache mal ein bisschen Salz auf das Steak. Und die Pfanne muss wirklich richtig heiß sein, wir wollen eine richtig schöne Kruste auf dem Steak haben. Ja. Yes. Für das gute Aroma haben wir hier noch Mr. Rosmarin, der darf auch mal rein. Wir schmeißen einfach so rein. Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis die eine Seite richtig schön braun ist. Ey, aber wie das auch aussieht, jetzt sieht es schon gut aus. Obwohl noch gar nichts passiert ist. Wisst ihr was, dann machen wir schnell ein Instagram-Foto. Ja. Zack. Falls ihr uns auf Instagram folgt, tut das mal jetzt. Dann könnt ihr das Bild sehen. Ja, während du da so schön brätst, püriere ich mal die Soße. Gut. Und der Übeltäter kommt erstmal raus. Den pürieren wir nicht mit, nämlich den Sternanis. Dann drehe ich jetzt mal das Fleisch um. So, das Fleisch kann raus. Wir lassen es noch kurz ruhen. Damit der Saft sich schön verteilt. Und wir nutzen die Chance und packen hier jetzt nochmal unsere Brötchen rein, damit sie von der Innenseite auch schön werden. Oh, weißt du was, ne? Ist ja Weihnachten. Was soll der Geiz? Pack ich noch ein bisschen Butter mit rein. Ich habe letztens was Lustiges gehört und zwar, man wird nämlich gar nicht dick zwischen Weihnachten und Neujahr, man wird dick zwischen Neujahr und Weihnachten. Okay. Ich hab ehrlich gesagt das Gefühl, man wird eigentlich den gesamten Dezember und den halben November dick, weil man schon so viel Lebkuchen und Krams davor ist. Ich glaube, dass man das einfach niemals dick wird. Das stimmt. Hast du dich. So, die Buns sind perfekto. Nice. So, ich schneide unser Fleisch mal auf. Das ist immer so ein aufregender Moment, finde ich. Boah, voll. Hat man alles richtig gemacht? Ja, haben wir. Guck mal. Yes, perfect. Wenn ihr es eher durchgegart haben wollt, dann könnt ihr es ja durchgaren. Aber ich mag es sehr, wenn es medium ist oder sogar medium, medium rare. Wie in diesem Fall. Yay. So, ich mache hier schon mal den Salat drauf. Ein bisschen Pfeffer aufs Fleisch. Und jetzt. Oh yeah. Yeah. Boah. Geil, ne? Richtig gut. Rauf damit, okay. Yes. Dann unsere gute selbstgemachte Soße. Dann kommt jetzt der Ziegenkäse. Und die heißen Feigen. Hä, hätten wir eine Burlesque-Truppe, wären wir auch die heißen Feigen. Stimmt, das wäre geil. Guck mal. Ich kann es auf keinen Fall erwarten, es zu essen. Ja, okay, Decke drauf. Und schnell aufräumen und dann Action. So, diesen Burger könnte man rein theoretisch mit Messer und Gabel essen, aber was soll's. Ah. Okay. Wie machst du es? Einfach rein. Okay. Das Fleisch ist mega zart und da mag ich voll gern diesen Ziegenkäse mit diesen fruchtigen Feigen. Yes! Ich finde, es ist voll die Geschmacksexplosion. Ich bin richtig so, boah, das und das und das passiert auch noch. Mega lecker. Also vielleicht doch Burger zu Weihnachten. Falls ihr Bock habt auf noch mehr festliche Rezepte, kommt ihr zum Rinderbraten. Oder zu unserem anderen Weihnachtsburger mit Rotkohl. Und wir sagen tschüss. Auf besinnliche Tage. Ohne bye Streit. Bye.